Reiches herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel der Vierte, dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nie nach seinem Vater gegangen. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivole Beschäftigung. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adeligen entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers an seinen Handlungen erwarten. König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen, und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Macht zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht den Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs. Und hier beginnt meine Geschichte. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Glaubwürdiger Faulenz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weckt diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Komm, steh auf. Es gibt viel zu tun.
Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder? Oh, Heinrich! Wie oft haben wir schon über deine Waffe reingelegt? Komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest überblicken, dass dein Verkanntes davon abhält. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war's nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenhut. Na gut. Aber komm nur nicht heulen bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Hallo, hier bei Kinderbell 79 TV. Ich grüße euch. Wie siehst du denn aus? Was für ein gutes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Ja, hier bei Kingdom. Ich wollte eigentlich einen Livestream machen für euch, aber ha, der Livestream wurde immer unterbrochen. Da habe ich gedacht, ach, jetzt kannst du mich mal bei viermal versuchen. Mal dreimal. Habe ich jetzt gesagt, bringe ich jetzt ein Video raus. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir machen. Wir unterhalten uns. Genau, wir waren da. Aber Mutter Kindung. Ich möchte mal, dass du das bei mir etwas verheimlicht. Das ist etwas, was mit dem Wasser auf deiner Hand und diesem wichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, kürzlich hier auftauchte. Wir bleiben darauf bestehen. Schon. Verzeih mir, ich mach mir nur Sorgen. Danke, Mutter, aber ich bin keine Vier mehr. Ich weiß, du wurdest vor meinen Augen erwachsen. Ich kann mich nicht mehr daran gewinnen. Ja, also. Waren meine Freunde. Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt gelungen sie wieder der Wirtshaus herum. Ach, lass gut sein, Mutter. Ja. Du bist ein bisschen erwachsen, Heinrich. Er ist nicht mehr der Wüste und seine Gelenke setzen ihn nicht zu. Er ist zu stolz und zu klagen, aber er braucht deine Hilfe. Ich weiß. Keine Sorge, natürlich helfe ich. Gut. Er meint, dass seine Knieschmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er erinnert sich diesmal. Es scheint ein so schöner Nacht zu werden. Soll ich dir irgendwie helfen? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zu dir. Dein Vater braucht alles. Könnt ihr euch etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bitte nicht. So.
Ja, Eco-Ansicht. Muss man sich auch erstmal mal gewöhnen, ne? Wir sind da nicht unverschämt. Ja. Dann müssen wir was essen. Mutter, Vater. Wie es wohl aussah, ey. Bin eingeschossen, lass mich raus. Achso, das Schiss ja da. Haha. Alter, die haben ja aber Essen hier. Alles muss man probieren. Noch so, warum wirst du nicht? Du bist doch gerade erst mal aufgestanden. Vater, alter Klacker, du. Was? Was brauchst du denn? Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Überzeugen. Naja. Ich war gerade spazieren über seine Zeit. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er es dann nochmal zu sagen. Heinrich, wann wirst du endlich zur Vernunft kommen? Weißt du, wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Hansig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei, mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich das Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich vor einem Monat verkauft habe. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen. Und dann kauft er dem Geld die Kohle. Kunesch, dieser Suchtkopf, das wird ein Spaß. Du bist jetzt kein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst es. Wenn nicht, sag ihm, dass ich die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch schreiben werde. Das wird er bestimmt gerne. Das alles? Nicht ganz. Der Hämmerer in der Burg hat die Papierstange für Herrn Hansig Schwert. Den Zahlsaal verlieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle und Papier. Verstanden. Und wir? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke halt. Ich weiß ohnehin, dass du deine Melde besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt die Inka. Genau. Also sieh zu, dass die Bianca es frisch schafft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Ja. Das ist die Frage, wo ist denn die Stadt?
Das ist eine Burg. Die Stadt ist hier irgendwo hier unten. Mahlzeit. Gott mit dir. Schießen, ja. Komm später nochmal, ne? Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nichts. Verzieh dich. Du weißt, die Schuld ist meinem Vater sehr. Wenn er zum Tod geht, bekommst du Geld. Also zahlst du mindestens für die Axt den Hammer. Ich hab nichts gemacht da. Fertig zum Teufel und zeig dir, was du hältst denn an der Stadt, bitte. Du willst? Ich richte dich hart aus, dass du mich zahlst. Du kannst mir dasselbe sagen. Das nochmal versuchen. Du Saufbarsch. Ich renne. Toll, jetzt haben wir keine Kohle bekommen.
musste sein. Eine Falle lauter und noch ein Kerker? Er musste. Wenn wir einmarschieren und sie mit einer Armee von Tafeln belagern? Warum nicht? Was kaufen Sie, wenn wir zu einer König? Unser Reich wird sein, wenn wir zugrunde gehen. Sind wir dabei? Mal gucken. Ich weiß nicht. Hey, so viele Aufgaben, ey. Also schön, ich bin dabei. Aber dann müsst ihr mir auch unter die Arme greifen. Wobei denn? Kuhn erschuldet meinem Vater Geld zahlt. Reden hat nichts gebracht, also muss ich von allen Seiten aufziehen. Allein übt das aber nicht. Kein Ding, wir geben dir Rückendeckung. Sobald wir das Haus des Deutschen mal gekriegt haben, ich würde diesem Saufkopf von Altgang zeigen. Also schön, gehen wir. Der Deutsche ist immer noch am Wirtshaus.